Bevor ich mit der Meditation beginne, bin ich mal ganz aufmerksam. Was passiert alles um mich herum? Gibt es Geräusche? Gibt es noch irgendwelche Aktivitäten um mich herum? Und ich beobachte einfach, was immer ich höre oder sehe. Ich denke nicht darüber nach. Ich nehme es wahr und im gleichen Moment lasse ich es wieder los. Genau dasselbe mache ich jetzt im Inneren. Ich beobachte, ob irgendwelche Gedanken kommen. Ohne über die Gedanken nachzudenken. In dem Moment, wo ich einen Gedanke wahrnehme, im selben Moment lasse ich ihn los. Und mit dem Gedanken lass ich alle Spannungen los. Ich lasse die Schnelligkeit los in meinem Denken, in meinem Atmen. Ich genieße die Langsamkeit meines Seins. Und ich staune darüber, wie ich doch Einfluss nehmen kann auf die Geschwindigkeit des Lebens. Alles scheint jetzt ganz langsam geworden zu sein. In dieser Meditation möchte ich Gerechtigkeit für mich selber schaffen. Gerechtigkeit für mich, die Seele. Wie kann ich dies tun? Wie kann ich selber Gerechtigkeit für mich erschaffen? Ich kann dies tun, indem ich die schönsten und tiefsten Gefühle für mich empfinde. Wertschätzung für mich. Achtung für die Seele.
nicht oberflächliche Achtung, sondern tiefe Achtung, die von Herzen kommt. Und ich beginne damit, mich innerlich anzulächeln. Ich lächle mich innerlich an. Und dieses Lächeln bringt keine Bedingungen mit sich. Keine Fragezeichen. Keine Unsicherheit. Dieses Lächeln erinnert mich selber daran, dass ich ein absolut liebevolles Wesen bin. Liebevoll und sanft. Vielleicht ist es außen nicht immer sichtbar. Das ist okay. Ich weiß um die Tiefe meines Herzens. Ich weiß um den Wunsch, in dieser Liebe bleiben zu können. Stell mir vor, wie ich eingehüllt bin in einen Mantel aus Energie der Liebe. Bedingungslose Liebe. Seelenbewusste Liebe. Wie hält eine Mutter ihr Baby in der Hand, im Arm? Welche Gefühle strahlen durch die Augen der Mutter? Das ist Liebe ohne Erwartung. Liebe ohne Bedingung. Eine Liebe, die heilt und stärkt.
Und mit dieser Art von Liebe bin ich jetzt umgeben. Stell mir diesen Energiemantel vor, diesen Lichtmantel. Und ich nehme nichts mehr wahr außerhalb dieses Mantels. Ich fühle mich so geschützt. Ich fühle mich abgeschirmt von allen Einflüssen. Und ich stelle mir vor und empfinde, wie diese Liebe auf mich einwirkt, an mir arbeitet, mein ganzes Wesen heilt. Diesem Prozess gebe ich Zeit. Ich nehme mir diese Zeit. Ich brauche diese Zeit. Diese Lichthülle um mich wird immer intensiver, immer kraftvoller und gleichzeitig fühle ich mich mehr und mehr geschützt. Und ich merke, wie Heilung passiert. Ich alles loslassen kann, vergessen kann, verzeihen kann. Diesen Lichtmantel um mich noch stärker und kraftvoller zu machen, öffne ich mich für die göttliche Liebe, für das göttliche Licht. Jetzt wie ein Strom
von Energie und Kraft in diesen Lichtmantel hineinfließt. Und dieser Lichtmantel wird noch stärker, die Aura noch strahlender. Und ich selber muss nichts tun. Ich darf einfach nur da sein. Dieser Lichtpanzer um mich, dieser Lichtmantel, die Aura, wird nun so stark, dass sich innerhalb dieser Aura alles auflöst. Mein physischer Körper löst sich auf. Meine Erinnerungen lösen sich auf. Alle schmerzhaften Erinnerungen. Und diese Aura der Liebe, in der ich mich befinde, ist nun so stark, wie das Licht von 1000 Monden. Das Mondlicht. Aber noch viel stärker und strahlender. Und in diesem Licht löst sich jedes Empfinden, über Ungerechtigkeiten, die mir widerfahren sind, auf. Auch dafür nehme ich mir Zeit. Alle Ungerechtigkeit, die mir widerfahren sind, lösen sich auf. In nichts.
wieder leichter und leichter. Die Seele wird leichter und strahlender. Endlich loslassen. Endlich vergessen. Ohne Anstrengung. Ich stelle mir vor, wie Gottes subtile Augen auf mich gerichtet sind. Gefüllt mit derselben Liebe. Dieselbe Liebe. Wie in den Augen der Mutter für ihr Baby zu erkennen ist. Kann ich diese Liebe annehmen? Diese Liebe anzunehmen ist Gerechtigkeit, weil ich diese Liebe verdiene. Jede Seele als Kind der höchsten Seele. Darf diese bedingungslose Liebe für sich annehmen. Diese Heilung bringt Leichtigkeit. Und auf die Leichtigkeit folgt die Kraft. Innere Kraft. Seelenbewusste Kraft. Stärke, die nichts Negatives nahe kommen lässt. Und diese Information über diese Stärke und Leichtigkeit
strahle ich jetzt weit von mir ab in mein Umfeld. Über diese Energie soll mein ganzes Umfeld über mein neues Ich erfahren. Die Energie der Liebe, der Leichtigkeit und der Kraft. Ich darf aus das erkannt werden. Ich soll aus das erkannt werden. Also was soll ich erkannt werden? Welche Information schicke ich in mein ganzes Umfeld? Ich werde erkannt als diese Seele, die angefüllt ist mit kraftvoller Liebe, mit wunderschöner Leichtigkeit, und mit unerschütterlicher Stärke. Liebe, Leichtigkeit, Stärke. Mein wahres Ich. Und zum Abschluss lasse ich noch ein inneres Bild auftauchen, das diese Qualitäten besonders gut wiedergeben kann. In diesem Bild sehe ich mich . Was zeigt in mir diese Stärke, diese Leichtigkeit, diese Liebe? Und dieses Bild werde ich mir immer wieder vor Augen führen.
Om Shanti. Das Thema Gerechtigkeit ist ein interessantes Thema, auch ein bisschen ein heikles Thema, weil Gemüter auch sehr schnell hochgehen können, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und deshalb mag es vielleicht gar nicht so schlecht sein, zuerst einmal in der Meditation so in die Heilung zu gehen. Und okay, alles, was mir widerfahren ist, was ungerecht war, lass es mich loslassen, bevor ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, was Gerechtigkeit ist. Aber lass mich loslassen, lass mich weitergehen, abschließen. Lass mich voll präsent sein mit all meinen Kapazitäten für die Herausforderungen, klein oder groß, spielt keine Rolle, aber die jetzt da sind. Und was immer ich jetzt gut meistern kann, wird automatisch dann auch negative Erinnerungen von der Vergangenheit auflösen. So, wenn man das Gefühl hat, da bin ich ungerecht behandelt worden, dann was immer ich jetzt tun kann, um dieses Gefühl aufzulösen, das bringt mich in eine andere Energie. Kommt mir gerade ein Beispiel in den Sinn, dass Daddy Junk erzählt hat, und zwar von zwei, in einem Meditationszentrum in Indien gab es zwei Yoginis, die dort gelebt haben. Eine hat sehr gut gekocht im Zentrum und die andere hat sehr gute Vorträge gegeben. Und wenn es immer einen Vortrag gab, ist immer die gleiche Person gefragt worden: Bitte mach du den Vortrag, du machst es gut. Und die andere, die muss ja dann schauen, dass die Leute verpflegt werden. Und die fand das ungerecht. Und die war auch, die war einfach eifersüchtig. Und dann einmal gab es die Situation, dass diejenigen, die den Vortrag halten sollte, die war ganz kurzfristig sehr krank und konnte nicht sprechen. Und dann hat Daddy Junkie zur anderen gesagt: Okay, du kannst heute den Vortrag machen. Und dann hat die andere gesagt: Ja, aber wenn ich das jetzt ein paar Tage vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich vorbereiten können, oder vielleicht wenigstens ein paar Stunden vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich vorbereiten können. Aber so kann ich nicht sprechen. Und anscheinend hat sie dann wirklich nicht gesprochen. Und worum es bei dieser Geschichte geht, ist, sie hat es ungerecht gefunden, dass die andere sprechen darf und sie nicht. Aber sie hat es verpasst, sich fit darin zu machen, zu lernen, wie man einen Vortrag hält, wie man seine Gedanken anderen präsentiert. Und hätte sie diese Vorbereitung gemacht, hätte sie die Chance bekommen und hätte sie nutzen können. Und so, das ist häufig das, was passiert bei Themen, wo es um Gerechtigkeit geht. Wir sind mit den Gedanken sehr angehaftet an äußeren Umständen und häufig an anderen Personen natürlich.
Und wir vergessen dabei den Blick nach innen. Okay, was habe ich zu tun? Was ist da mein Anteil drin? So, ich komme auf diesen Aspekt zurück. Ein ganz anderer Aspekt ist, dass im Namen der Gerechtigkeit sehr viele Ungerechtigkeiten passieren. Warum? Weil jeder seine eigenen Maßstäbe hat, um zu beurteilen, das ist gerecht und das ist nicht gerecht. Und diese Maßstäbe sind sehr, sehr subjektiv gefärbt. Ganze Kulturen, jede Kultur hat bestimmt Elemente, wo man sagt, ja, das ist so, das ist gerecht und das ist nicht gerecht. Und niemand merkt, dass das eigentlich gar nicht richtig ist. Also ein ganz einfaches Beispiel ist Diskriminierung von Frauen, auch wenn es nur auf einer subtilen, in anderen Kulturen ist es natürlich noch sehr offensichtlicher, aber auch in der westlichen Kultur kann es noch subtil sein. Oder auch nicht subtil, wenn es zum Beispiel um Gehälter geht. Das nur als Beispiel, wie im Namen der Gerechtigkeit Ungerechtes passieren kann, wenn die Maßstäbe subjektiv gefärbt sind. Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Al Gore, das ist der ehemalige Vizepräsident von der USA, der hat gesagt, auch wenn alle das Falsche tun, bleibt das Falsche falsch. Und das Richtige bleibt richtig, auch wenn es niemand tut. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auch zu sehen, dass nur weil etwas alle tun, heißt es nicht, dass das richtig ist. Aber was bestimmt jetzt, was richtig ist und was falsch ist? Wer sagt, was richtig ist und was falsch ist? Und wenn wir mal dieses Bild nehmen, das ihr vielleicht im Newsletter oder im WhatsApp gesehen habt, die Justitia, die mit verbundenen Augen dasteht, die Waage in einer Hand und das Schwert in der anderen Hand. Was bedeutet das? Ist ein wunderbares Bild, die Symbolik. Man könnte auch sagen, es ist ein Symbol für eine natürliche Ordnung. Ich denke, da steckt viel mehr dahinter als Justitia. Das ist nicht die Justitia, die einen Rechtsstaat vertritt zum Beispiel, die eine Gesetzgebung vertritt, sondern wenn wir die Symbolik nehmen, dann könnte das die Gerechtigkeit als natürliche Ordnung sein. Und was heißt das, wenn die Justitia die Augen verbunden hat? Das bedeutet, vor diesen Gesetzmäßigkeiten sind alle gleich. Egal, wie man aussieht, welches Geschlecht, welchen Beruf, welche Position, du kannst der ärmste Bettler sein oder der Präsident eines Landes, vor dem natürlichen Gesetz bist du genau gleich. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr besonders. Weil wo in der Welt gibt es das, wo jeder gleich behandelt wird? So schnell sind wir beeinflusst und wir behandeln jemanden anders als den anderen, den wir nicht so gut kennen oder vielleicht sogar nicht so gut mögen. Also verbundene Augen und dann die Waage. Auf der einen Seite ist das, was du reingetan hast, mit deinen Gedanken, mit deinen Handlungen, mit deinen Beziehungen. So, wie viel hast du angesammelt an Gutem? Und so viel wirst du dann auf die andere Seite in die Schale bekommen. Und ich habe gelesen, dass die Justitia, die hatte noch so ein Füllhorn früher dargestellt. Das heißt, aus dem Füllhorn gibt sie dann in die andere Waagschale, bis es ausgeglichen ist.
Das heißt, mit jedem Gedanken, mit jeder Handlung können wir eigentlich ansammeln. Und dann das Schwert bedeutet diese, da gibt es keine Kompromisse, da gibt es kein Verhandeln. Das ist dann, das Gesetz ist dann ganz klar. Das ist ganz klar, das ist gut und das ist nicht gut. Und wir sprechen da natürlich von der Karma-Philosophie. Diejenigen, die den Kurs gemacht haben, denen sagt es vielleicht ein bisschen mehr. Aber bei der Karma-Philosophie, man könnte sagen, sie besagt vor allem, dass was immer du Gutes machst, so viel Gutes bekommst du zurück. Und wir sehen das im Alltag, wenn wir wach sind und das wahrnehmen wollen. Gute Gedanken sind gut, wenn wir gute Gedanken haben. Zuerst fühlen wir uns selber gut. Unser Körper fühlt sich gut an. Da ist keine Spannung. Dann die Beziehungen sind gut. Für die Umwelt ist es gut. Negative Handlungen, genau das Gegenteil. Gute Handlungen sind für mich gut, sind für die anderen gut. Und so, wo immer wir Positives reingeben, da bekommen wir etwas zurück. Und was hat das jetzt mit Gerechtigkeit zu tun? Wenn jemand jetzt uns so im Alltag, so, um etwas mehr verstehen zu können für unseren Alltag, wenn jemand einen Fehler macht, ganz offensichtlich, die Person hat etwas falsch gemacht. Okay, falsch ist falsch. Aber jetzt, wie reagiere ich auf das? Wenn ich dann zornig werde und mit Zorn für die Gerechtigkeit einstehe, dann bin ich auch, dann tue ich gerade auch einen Fehler. Und der Fehler vom anderen ist dann vielleicht noch kleiner als ich, wenn ich wütend werde. Und so, wenn ich für mich Gerechtigkeit schaffen will, dann lass mich ansammeln in jeder Situation. In jeder Situation. Was muss ich in jeder Situation tun, damit ich ansammeln kann? Und dann kann ich für mich so Gerechtigkeit schaffen. Was die andere Person tut, das ist deren Geschichte. Aber ich lass mich positiv sein. Das heißt nicht, dass ich immer nur Ja sagen muss und immer nur das machen muss, was die anderen sagen. Ist überhaupt nicht das gemeint. Aber positiv bleiben, stark bleiben, in der Liebe bleiben, in der Gerechtigkeit bleiben. Und so schaffe ich für mich die eigene Gerechtigkeit. Und was wirklich auch ein kraftvoller Gedanke ist, wenn man etwas macht und es wird zum Beispiel nicht wertgeschätzt oder nicht erkannt als etwas Gutes. Aber wenn ich innerlich das Gefühl habe, das ist aber was Gutes und das ist das Richtige, das wird sich zeigen. Diese Gerechtigkeit wird sich herstellen. Ich muss nicht kämpfen für das. Schon klar hinstehen, klar sein, so, aber ich kann nicht durch negativ sein beweisen, dass ich richtig liege, zum Beispiel. Dann braucht es einfach Geduld, es braucht einfach Stärke und das innere Vertrauen, Gerechtigkeit kommt. Gerechtigkeit kommt zu seiner Zeit. So, da jemand hat mir erzählt, sie wäre dabei gewesen, als jemand sehr, sehr grob mit Dadi Prakashmani gesprochen hat. Das war die vorherige Leiterin, nicht Dadi Janki, noch vorher. War auch eine ganz kraftvolle Seele und sehr, sehr, sehr liebevoll auch. Und einmal ist jemand zu ihr gekommen und hat ganz schlimm mit ihr gesprochen. Und die andere Person hat gesagt, ich habe mir das angehört. Ich hätte am liebsten eingreifen wollen, aber Dadichi, die ist einfach nur ruhig geblieben. Einfach nur ruhig geblieben. Und sie hätte gedacht, aber das ist doch
Das kann doch nicht sein. Warum sagt sie nichts? Warum wehrt sie sich nicht, wenn sie so verleumdet wird, wenn da falsche Behauptungen sind? Okay, die Szene war vorbei und die andere Person ist gegangen. Und die Zuhörerin, die hat dann zu Darji gesagt, warum hast du nichts gesagt? Warum stellst du das nicht richtig? Warum bist du einfach nur ruhig? Und dann hat Darji gesagt, was denkst du? Meinst du, ich hätte mir das angehört? Ich habe das gar nicht angehört. Das ist da rein, da raus. Ich habe einfach gewartet, dass das, bis das vorbei ist. Innerlich habe ich an Baba, habe ich an Gott gedacht und ich habe einfach nur gewartet. Am Schluss war sie fertig, ein Toli gegeben, so eine kleine Süßigkeit und die Person ist weg und mit der Person ist die Situation auch gerade weg. So, das ist, finde ich, ein so ein eindrückliches Beispiel, wie man für sich selber Gerechtigkeit schaffen kann. Wenn jemand kommt und mir etwas Negatives anbietet, warum muss ich das annehmen? Ich muss es gar nicht annehmen, ich kann es draußen lassen. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber sicher lohnenswert, das zu üben. Und ich glaube, so im Thema Gerechtigkeit, es geht darum, um die innere Arbeit, sich loszulösen vom Äußeren, die Gerechtigkeit im Außen herstellen wollen. Ganz ein praktisches Beispiel, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und ich habe die gleiche Anstellung wie jemand anders, aber ich merke, ich habe konstant mehr Arbeitsstunden. Ich habe mehr Arbeitsstunden als die andere und jetzt kann ich mich fragen, warum passiert mir das? Und wenn das eine Situation ist, die sich wiederholt, das ist ein Beispiel, das ich so erlebt habe. Ihr habt ein anderes Beispiel für euch selber, Situationen, die sich wiederholen. Warum passiert mir das? Warum gerate ich in dieselben Situationen? Welche Stärke brauche ich eigentlich, damit mir das nicht mehr passiert? Brauche ich die Stärke, hinzustehen und ganz klar mal auszudrücken, was ich empfinde? Oder brauche ich die Stärke, loszulassen, in meinem Beispiel, die Sachen auch ungetan zu lassen und das aushalten? Oder vielleicht geht es um ganz subtilere Sachen. Will ich die Arbeit selber machen, weil ich das Lob für mich beanspruchen will? Ist es vielleicht schwierig für mich zu ertragen, wenn andere gelobt werden? Und denke ich dann gerade, oh, ich möchte auch gelobt werden. Das können so subtile Dinge sein, die dann zum Beispiel dazu führen können, dass ich andere gar nicht Dinge tun lasse und es selber tue. So feine Sachen passieren da in uns. Und das rauszufinden, in der Subtilität, in der Stille, zu erkennen, okay, jetzt habe ich dich erwischt. Und dann das Muster sehen und dann auch gerecht und sanft mit sich umgehen. Okay, das ist mir passiert. Ich habe dieses Muster so. Ja und? Geht nur darum, dass ich jetzt das verwandeln kann. Mit Geduld, mit Stärke, mit Liebe, mit Leichtigkeit. Und das bringt mich dann weg vom konstanten Fokus auf dem anderen, weil ich denke, wir alle kennen das, wie uns das absolut verrückt machen kann. Wie wir dann auch irgendwie so Gedanken gar nicht mehr abstellen können über andere, immer dieselben Gedanken. Und die kleine Sache wird dann viel größer, viel größer. Und dann tue ich vielleicht diese Person viel die größere Ungerechtigkeit an, als diese,
als die andere Person mir. Aber ich merke es nicht. So Gerechtigkeit herschaffen für mich. Lass mich so handeln und da egoistisch sein. Im Sinn von, lass mich so handeln, dass für mich das Beste rausschaut. Das heißt natürlich nicht nur für mich, aber wenn ich positiv bleiben kann, dann schaut für mich definitiv etwas Gutes raus. Aber auch stark. So, lass mich auch die Stärke haben, einen Moment auf die Liebe des anderen verzichten zu können und hinzustehen und meine Bedürfnisse auszudrücken. Ohne Vorwurf. Ohne Vorwurf. Einfach? Nicht unbedingt, wenn man schon lange in einem Muster ist, das plötzlich anders zu machen. Es braucht innere Arbeit. Aber dann ist auch okay, das zu tun, wenn man es dann auch nicht hundertprozentig super hinkriegt. Aber diesen Schritt zu tun, mein Bedürfnis auszudrücken, das ist wichtig für mich. Anstatt dem anderen einen Vorwurf zu machen. Merkt ihr diesen Unterschied? Das ist so anders, aber das ist eine andere Welt. Dem anderen einen Vorwurf machen, du machst doch immer das. Und dann auch immer, genau, immer. Das ja auch nicht stimmt. Kein Vorwurf, sondern ein Wunsch. VW-Prinzip. Vorwurf in einen Wunsch verwandeln. Das ist mein Bedürfnis. Das möchte ich ausprobieren. Das möchte ich so machen. So, das sind einfach ein paar Gedanken. So beim Thema Gerechtigkeit. Von außen loszulassen, Vertrauen zu haben. Da gibt es eine große Gesetzmäßigkeit, eine natürliche Ordnung, die schaut im Ganzen für Gerechtigkeit. Was mich anbelangt, da muss ich für mich schauen. Was kann ich in mir ändern? Okay, das sind ein paar Gedanken. Ich bin sicher, ihr habt noch eigene Gedanken dazu. Ich möchte noch in Erinnerung rufen, was mit der Meditation am Schluss gegangen ist. Liebe, Leichtigkeit, Stärke. Mit diesen Kräften können wir für uns eine innere Gerechtigkeit herstellen. Okay, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und sage Om Shanti.